الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. Und zwar den Namen, den wir heute besprechen, das sind die letzten 10 Tage von Ramadan. Und in den letzten 10 Tagen von Ramadan ist eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Und das ist die Nacht, die wir Laylatul Qadr nennen. Über die muss ich jetzt gar nicht lange sprechen. Habt ihr bestimmt schon selber auch irgendwo euch entweder schon früher angehört oder habt euch jetzt informiert. Laylatul Qadr, die Nacht des Schicksals, die Nacht der Macht. Jibril a.s. kommt auf die Erde herab. Eine ganze Schar von Engeln kommt auf die Erde herab. Und jeder, der da in Ibadah gefunden wird, Allah schreibt es ihm gut, als ob er 1000 Monate, was nicht möglich ist, für sein normales Menschenleben in Ibadah verbracht hätte. Und jeder von uns wird gewährt, seine Tatenliste komplett neu aufzuräumen und nochmal frisch anzufangen und sich vor Allah nochmal frisch neu beweisen zu können, weil er ihm die alten Sünden vergeben hat. Und der Name, als Aisha radiallahu anhu, einmal dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, dass Ja Rasulallah, weil diese letzte Nacht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste eigentlich, wann diese Nacht ist, und er kam, in den letzten 10 Nächten sind die sein, und er kam raus zu den Gesandten und wollte die seinen Gefährten mitteilen. Und zwei Gesandte waren miteinander gerade ein bisschen eine Auseinandersetzung hatten sie gerade. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist wieder weggegangen. Und da haben sie später gefragt, Ja Rasulallah, du wolltest irgendwas sagen? Der meinte, ja, mir wurde das Wissen von Laylatul Qadr gegeben, aber wegen eurem Streit, wurde das Wissen wieder von mir genommen. So sucht sie in den letzten 10 Nächten, in den ungeraten Nächten. Ja, und da gibt es Meinungen von den Gelehrten, in den letzten 3 ungeraten Nächten, von 21. ab bis zum 29. oder nur vom 23. bis zum 29. Für uns normalen Sterbliche gilt, in allen letzten 10 Nächten richtig Ibadah machen, weil es ist einfach zu kostbar, um es zu verpassen, dass wir Laylatul Qadr nicht in Ibadah vor Allah stehen und nicht ihn um Vergebung bitten. Und deswegen sagt Aisha radiallahu anha, das Ya Rasulullah, araita in adraktu hadihi layla. Das, was meinst du, wenn ich diese Nacht kriege, wenn ich schaffe, diese Nacht in Ibadah zu stehen, wenn ich sie finde, was soll ich dann sprechen? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat ihr gelehrt, und Allah möge sie belohnen, unsere Mutter Aisha, dass sie danach gefragt hat, weil durch sie haben wir alle gelernt. Uli, er sagte zu ihr, sprich, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu an. Allahumma, o Allah, innaka afuun, wahrlich, du bist ja der Vergebende. Tuhibbul afwa, du liebst die Vergebung, fa'afu anni, so vergib auch mir. Diese Dua ist es. Und neben all den Sachen, ich meine, wir können so viel bitten. Da gibt es so viel, wir haben alle eine Liste von Sachen, die wir von Allah haben wollen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wenn du diese Nacht kriegst, in der es so viel wert ist, als ob du 1000 Monate vor Allah gestanden hättest, dann ist das das Wichtigste. Wenn du das kriegst, dann hast du viel geschafft. Dann hast du das Wichtigste von Allah erbeten, was es da überhaupt gibt. Deswegen werden wir heute über den Namen Al-Afu, der Vergebende von Allah subhanahu wa ta'ala, sprechen. Ja, weil das auch inshallah von der Dua her passend ist für die letzten 7 Tage jetzt, oder 6 Tage oder Nächte, die noch übrig sind, für die Ungeraden vor allem, dass wir dann auch mit voller Überzeugung und voller Inbrunst Allah anflehen können, verstehen, was wir ihn da bitten, dass er nämlich der Al-Afu, der Allvergebende ist, der Vergebende ist, der Nachsichtige ist, der Übersehende ist und der Auslöschende ist. Ja, Al-Afu hat all diese Bedeutungen, auf die wir jetzt auch gleich kommen werden. Ja, also erstens, also der Name hat eine tiefe Verbindung mit Laylatul Qadr, deswegen passt das für uns auch sehr gut, aber jeder Muslim sollte durchgehend in seinem ganzen Leben mit dieser Bedeutung der Vergebende Al-Afu von Allah sollte sein ganzes Leben mit diesem Namen leben. Hier, wir sind nicht, das habt ihr auch bestimmt schon oft gehört, wir sollten nicht idealerweise Menschen sein, die nur im Ramadan kurz eine, wie sagt man, so eine Frömmigkeitsaufwallung bekommen und das dann ganz schnell wieder abkühlen.
Nee, sondern was ist der, was hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt? Allah will die regelmäßigen Tage, die sind ihm lieb, selbst wenn die dann klein sind. Deswegen sollen wir jeden Tag 5-mal beten. Und wer schafft, sollst du dann auch mal die ganze Nacht durchbeten. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, betet einmal im Monat die ganze Nacht durch, da hat so richtig, wie sagt man, Gas geben und den Rest des Monats könnt ihr dann gar nichts machen. Nein, unser ganzer Dien lehrt uns, dass wir immer wieder Kleinigkeiten, immer wieder noch ein Tropfen und noch ein Tropfen und noch ein Tropfen, weil es eben der Tropfen ist, der den Felsen aushöhlt oder den Stein aushöhlt. Eins vorbei. Also irgendwas aushöhlt, der ist genau der Tropfen, der dies zu leisten vermag. Ja, deswegen Kleinigkeiten jetzt im Ramadan legen wir richtig los. Wir tun so, als ob wir einen Zug verpassen würden. Wir machen alles, wir versuchen nichts anderes zu machen, was nicht irgendwie mit Allah zu tun hat. Gerade in den Nächten, wir entweder machen wir Dua oder wir lesen Koran oder wir lesen etwas, was mit Allah zu tun hat oder wir machen Dhikr oder wir stehen im Gebet. Ja, wir versuchen uns aber im normalen Leben, wo wir das natürlich nicht machen, wo wir alle unsere Arbeit, unsere Kinder, unser Haushalt, unsere normale Routine haben und das ist auch gut so, aber trotzdem in dieser normalen Routine mit dieser Bedeutung des Namens von Allah leben, dass er nämlich der Vergebende ist, dass er unsere Sünden auslöschen kann. Deswegen, was sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn du Laylatul Qadr erfasst, sprich Allahumma inna afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Wir werden also dann 4 Sachen jetzt in diesem Namen besprechen. Ich gehe hier nach einem Buch. Ich habe auch andere Bücher dazu gelesen, aber ich werde mich jetzt an dieses Buch richten, weil das wäre einfach zu viel geworden, wenn wir jetzt von allen nehmen. Aber ich meine, die Hadithe und die auch Aussagen sind ungefähr die auch woanders genannt werden. Das ist relativ gleich in der Bedeutung, in der Erklärung des Namens. Der Name Al-Afu wird im Koran 5-mal erwähnt. Der Name Al-Afu wird im Koran 5-mal erwähnt. Und das ist ja auch wichtig, dass wir das wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener in seiner Offenbarung darauf aufmerksam macht. Da schaut man, lest mein Buch und lernt mich von dieser Seite kennen. Ja, genauso wie wir auch sagen, wenn Ar-Rahman dann so oft im Koran vorkommt, dass Allah subhanahu wa ta'ala vor jeder Sura diesen Namen von uns verlangt hat. Jetzt, wenn ihr zur Sura kommt, dann öffnet diese Sura mit meinem Namen. Sagt Bismillah Rahman Rahim. Dann hat das was zu bedeuten. Genauso wenn Allah subhanahu wa ta'ala seinen Namen im Koran erwähnt, dann Allah stellt sich uns mit diesem Namen vor. Wir sollen durch zu Allah finden, durch diesen Namen. Die Ma'rifa Allahs, die Erkenntnis Allahs, soll entstehen, dadurch, dass wir durch diese Namen zu Allah finden. Ja, Allah möchte durch diese Namen von uns angebetet werden. Und dieser Name kommt im Koran 5-mal vor. Einmal kommt der Name vor, verbunden mit dem anderen Namen von Allah, Al-Qadir, der Allmächtige. Der Allmächtige. Inna Allaha kana afuun qadira. In Surah An-Nisa, Vers 149. Inna Allaha kana afuun qadira. Wahrlich, Allah ist ja allvergebend oder vergebend, sehr viel vergebend und er ist auch allmächtig. Weil man kann ja manchmal vielleicht auch jemanden vergeben, aber ich habe nicht die Macht oder die Kraft dazu. Ich habe nicht die Kraft dazu. Entweder nicht ihm zu vergeben, manchmal hat man einfach das Herz ist nicht groß genug und sagt, ich schaffe es nicht, ich kann ihm nicht vergeben, der hat mir so und so viel angetan, ich kann ihm nicht vergeben. Oder man hat nicht die Macht, sich Vergeltung zu üben und deswegen vergibt man halt. Ja, gibt es ja diesen Zustand bei uns Menschen, dass man sagt, so, gegen den kann ich nichts ausrichten, deswegen komm, ich vergib den. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Macht, alles zu tun, was ihm beliebt und trotzdem vergibt er den Menschen. Ja, das ist ja dann was Besonderes. Allah hat jede Macht, alles zu tun und trotzdem vergibt er den Menschen. Und das ist Al-Afu. Afuun qadira. Mit seiner Kraft trotzdem vergibt er uns, subhanallah. Und 4-mal kommt der Name Al-Afu verbunden mit dem Namen Al-Rafur vor. Und Al-Rafur heißt auch vergebend. Hier, da kommen wir gleich noch dazu, was der Unterschied zwischen Rafur und Afu dann ist, wenn beides vergebend heißt. Im Deutschen haben wir nur vergebend. Wir könnten vielleicht auch sagen, das eine ist der Auslöschende, aber das hört sich im Deutschen so negativ an. Und das andere heißt der Bedeckende. Aber dazu kommen wir noch gleich. Im Koran heißt es zum Beispiel, Inna Allaha kana afuun rafura, fa ulaika asallahu an ya'fu anhum, wa kana Allahu afuun rafura. Das war in Surat An-Nisa 43 oder Surat An-Nisa 99. Das bedeutet, das sind dann diejenigen, von denen Allah vergeben mag
Und Allah ist ja, oder war immer schon, vergebend und zwar nachsehend, auslöschend, vergebend und vergebend, indem er die Sünden bedeckt. Ghafura. Wir sagen, Astaghfirullah, dann bitten wir um diese Ghufran, Vergebung von Allah. Ghafara bedeutet eigentlich wörtlich, Mighfar im Arabischen bedeutet Hut. Okay? Etwas, was etwas bedeckt. Maghfira ist Vergebung. Und zwar, wir bitten Allah, dass er eine Schleier über unsere Sünden legt. Die Sünden bedeckt werden. Das ist Vergebung. Allah, leg einen Schleier über meine Sünden, vergib sie mir. Ich will mit meinen Sünden nichts mehr zu tun haben. Eine Decke über meine Sünden, bedeck sie, versteck sie, verbirg sie. Rufrane, deine Vergebung. Afu ist aber eine andere und eine größere Bedeutung als dieses. Ist auch Vergebung, aber eine noch höhere als Maghfira wäre. Eine noch höhere als Maghfira wäre und darauf kommen wir. Also, was bedeutet der Name? Bismillah al-Afu. Sprachlich bedeutet, und das ist sehr wichtig, der Koran wurde auch auf Arabisch offenbart, und zwar auf Menschen, die der arabischen Sprache mächtig waren. Das heißt, die Art, wie sie den Koran verstanden haben, was sie mit ihrem Vokabeln, mit ihrem Wortgebrauch, wie sie da die Worte benutzt haben, das ist dann auch das, was der Koran bedeutet. Deswegen müssen wir nachschauen, was bedeutet der Name Abu, was bedeutet der bei den Arabern, bei den Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Das sind die auch die erste Quelle, weil sie auch zur Zeit des Gesandten gelebt haben und weil sie der arabischen Sprache mächtig waren. Afu bedeutet wörtlich, unter anderem hat es drei Bedeutungen, Afu bedeutet wörtlich extra. Etwas, was extra ist, was über ist. Zum Beispiel im Koran heißt es, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sprich, das, was über ist. Also das, was extra ist. Wenn man die eigene Familie versorgt hat, wenn man alle Bedürfnisse erfüllt hat, man hat immer noch etwas, was gut ist, was halal ist, was nicht jetzt Abfall oder unnütze Sachen sind, sondern es ist nützlich, es ist gut, man würde es selber auch gerne benutzen, das soll man dann auch mal anderen geben. Ja, wenn man spenden will, dann soll man von diesen Sachen spenden. Denn im Koran heißt es auch, ihr sollt von dem spenden, was ihr liebt. Das heißt es auch. Ja, also, es gibt verschiedene Arten von Spenden. Hier wurde geantwortet den Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam in Surat al-Baqarah, Vers 219, sie sollen das, was mehr ist, was sie extra haben, das sollen sie spenden. Das heißt, Afu, wörtliche Bedeutung, was extra ist, geben, was mehr ist. Ja? Und das ist, manche Gelehrten sagen auch, das ist das Beste, was du von deinem Besitz spenden kannst. Ja, warum? Weil wenn du von den Bedürfnissen deiner eigenen Familie nimmst und anderen spendest, dann ist das vielleicht das Recht deiner eigenen Familie nehmen. Ja, aber auch das gibt es, dass man mal andere bevorzugt über sich selbst. Diese Art von Spenden gibt es auch. Ja, aber im Allgemeinen soll man von dem geben, was mehr da ist, was extra da ist. Also, das, was du gibst, aus freiem Willen, also mit deiner Zufriedenheit abgibst. Und in Afu bedeutet dieses Geben auch, ohne dass jemand danach fragt. Also Afu ist jemandem geben, ohne dass derjenige dich danach fragen muss. Das ist auch was sehr Schönes. Weil geben, nachdem jemand fragt, ist wieder was anderes. Das machen wir auch alle mal. Aber geben aus freiem Willen, zufrieden, von dem, was bei dir halal und gut ist, davon abgeben, bevor der andere fragt, das ist Afu. Also all das steckt in dem Wort Afu drin. Afu bedeutet aber auch, das Hinwegnehmen, das Auslöschen. Das Hinwegnehmen, das Auslöschen. Zum Beispiel heißt es im Arabischen, Afad al-Rih al-Athar. Der Wind hat die Spuren Afad gemacht. Afad? Wer hat Afad gemacht? Wer hat ausgelöscht? Wer hat weggewischt? Der Wind hat die Spuren weggewischt. Dafür wird auch das Wort Afad benutzt. Das Wort Afad wird benutzt für das Wegwischen des Windes, der Spuren im Sand. Hier zum Beispiel, wenn ihr in die Wüste geht und ihr habt, einer ist gerade da lang gegangen, wenn ihr nächsten Tag dahin geht, sind die Spuren nicht mehr zu sehen. Nichts, als ob keiner da lang gegangen wäre. Das ist dieses Hinwegwischen, Löschen, Ausradieren von den Spuren. Allah hat sie ausradiert. Zum Beispiel in der Sira wird eine Begebenheit berichtet, als der Gesandte Allah s.a.w. Hijra gemacht hat. Dann hat er sich mit Abu Bakr in der Faul in der Höhle versteckt, das wissen wir alle, mit Abu Bakr.
Und Asma bin Abu Bakr war ja seine Tochter von Abu Bakr. Und das war diejenige, die ihn dann, ich glaube, 3 Tage lang immer Proviant gebracht hat. Weil 3 Tage in der Höhle, die muss natürlich versorgt werden. Dann hat Abu Bakr radiallahu anhu seinem Knecht befohlen, dass er mit seinen Ziegen an dem Weg, wo Asma entlang gegangen ist, dass er mit den Ziegen da vorbeigehen soll, um die Spuren zu verwischen. Damit die Kuffaren nicht wissen können, was Asma radiallahu anhu entlang gegangen ist. Ja, und die Art, wie er das ausgedrückt hat, wie er zu Asma gesagt hat, sagte er, also seinem Knecht, er sagte, فَأَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَعْفُوا آثَارَ أَسْمَى بِنْ أَبِي بَكَرَ. Er befahl seinem Knecht, dass er Ja'afu wegwischen, auslöschen, wegradieren, also wegmachen soll, nämlich was? Die Spuren von Asma bin Abi Bakr. Also das Wort Ja'afu benutzt im Sinne von, er soll weglöschen, wegmachen, auslöschen. Ja, also A'afu bedeutet geben, ohne dass jemand fragt, von den guten Sachen. A'afu bedeutet Afa, Ja'afu bedeutet auslöschen, wegwischen, wegradieren, würden wir im modernen Sinne auch sagen. Wir hatten damals keine Radierer. Ja, das heißt also, 3 Dinge finden wir in den Namen Allahs Al-Afu. Er löscht aus und radiert weg. Er löscht aus und macht Dinge, wischt sie weg. Wenn die erstmal weg sind, und dazu kommen wir gleich, das wird ja schon mal dann bestätigt, was wir jetzt sagen. Erstmal, Afu bedeutet Allah, lösche aus, weg, wisch weg, was bei mir ist an Sünden. Und wenn das einmal so ist, dann kommt auf dich die Zufriedenheit Allahs herab. Deswegen sagen die Gelehrten, thumma yarda. Und dann ist Allah zufrieden. Erstmal wischt er aus, wischt er weg die Sünden und dann ist er mit dir zufrieden. Und dann, thumma yu'ti, und dann gibt er auch noch. Und dann gibt er dir, was du brauchst. Er löscht aus, er ist mit dir zufrieden und dann gibt er auch noch. Ja, also er löscht die Sünden aus seiner Diener und er löscht die Spuren der Sünden aus seiner Diener. Das ist Allah al-Afu. Und dann ist er zufrieden mit ihnen. Und nach seiner Zufriedenheit, weil dort, wo Allahs Zufriedenheit ist, dort kommt die Gnade von Allah herab. Das eine führt zum nächsten. Wo die Zufriedenheit Allahs herabkommt, dort gibt er dann, ohne dass du danach fragen musst. Das finde ich so schön, subhanallah. Manchmal weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Und manche Sachen auch, wie man sie ausdrücken soll. Ja, vielleicht habt ihr irgendein Problem. Worum soll ich jetzt Allah genau bitten? Wie soll ich das ausdrücken, damit das ganz klar ist? Allah gibt euch, ohne dass ihr fragt, wenn ihr den Namen Allahs al-Afu erkennt. Allah kann euch geben, ohne dass ihr fragt. Was sagt Musa a.s. in der Wüste, nachdem er geflohen ist von der Herrschaft Pharaons, dass er gefasst wird? Er ist ohne irgendwas, ohne Kleidung, ohne Proviant, ist er in die Wüste geflohen, setzt sich müde an den Baum. Und was sagt er? Rabbi inni lima anzalta ilayhi min khayrin faqir. O mein Herr, ich bin bedürftig für was immer du mir schickst jetzt an Gut. Und ich habe ja gar nichts. Wo soll ich anfangen? Gib mir Haus, gib mir Familie, gib mir Heimatsgefühl, gib mir nicht mehr das Gefühl, Flüchtling zu sein. Wo soll ich anfangen? Was immer du mir jetzt schickst, ich bin dafür bedürftig. Ja, und wir wissen gar nicht, was wir alles von Allah brauchen. Deswegen bittet Allah erstmal, dass er uns Afia gibt. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Und dann alles andere kommt. Und dann ist der Boden bereitet, auf dem alles wachsen kann. Weil dann kommt Allahs Zufriedenheit. Und dann gibt er euch das Gelingen für gute Taten. Und wenn die guten Taten da sind, dann kommt Segen ins Leben herab. Was sagt Allah? Wenn ihr Istighfar macht und gute Taten tut, Allah wird den Regen auf euch herabkommen lassen. Die Gnaden Allahs werden auf euch herabregnen. Allah wird die Dinge richten für uns, wenn er uns erstmal vergeben hat. Ja, also er löscht aus, er wischt weg die Sünden und ihre Spuren. Er ist zufrieden, weil die Sünden weg sind. Mit unschuldigen Dienern ist Allah zufrieden. Wenn du so bist wie der Tag, an dem deine Mutter dich geboren hat, dann ist Allah mit dir zufrieden. Und wenn er zufrieden ist, dann gibt er. Und zwar ohne, dass du fragen musst. Weil das ist die Bedeutung von dem Namen Al-Afu. So, was ist der Unterschied zwischen dem Namen Al-Afu und Al-Ghaffar? Al-Ghaffar übersetzen wir auch noch als der Vergebende. Al-Afu übersetzen wir auch als der Vergebende. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, weil sonst würden wir die Bedeutung des Namens Al-Afu nicht wirklich erfassen können, wenn wir diesen Unterschied zwischen Al-Afu und Al-Ghaffar nicht erkennen. Ja, und Allahs Namen sind alle wunderschön. Ja, aber trotzdem, obwohl alle Namen wunderschön sind, ist der Name Al-Afu höher, das muss man vorsichtig ausdrücken, ja, diese Vergebung ist höher als die Vergebung, die in Maghfirah, in Ghaffar steckt. Die
Pädagogen ist höher, ist mehr, ist umfasst mehr Dinge, als sie in Maghfira stecken würden. Ja, deswegen, es gibt Menschen, mit denen Allah mit Maghfira verfährt, denen Allah vergibt mit Maghfira. Und dann gibt es die, und das ist eine größere Stufe, eine größere Ebene, eine höhere Ebene, mit denen er mit Al-Afu verfährt. Und deswegen sollen wir Allah in Laylatul Qadr, wenn es um alles geht, sollen wir Allah um Al-Afu, um Afu beten, um diese Art von Vergebung beten. Ja, und die Frage, die wir uns auch alle stellen, was verdiene ich wohl? Was verdiene ich wohl? Wofür flehe ich Allah an? Aufrichtig, anflehen, weinen. Wissend, dass ich das nicht verdiene und trotzdem aus Allahs Gunst und aus Allahs Großmut heraus, ich trotzdem das auf mich herabhole. Für mich und für alle meine Verwandten und Schwestern im Islam und Brüder im Islam, die gesamte Umma, dass Allah der gesamten Umma Afwa und Afia schenkt, subhanallah. Ja, wer von uns verdient wohl oder für was bemühen wir uns wohl? Ja, und Rufran ist auch sehr gut, aber Afwa trotzdem ist höher als das andere. Ja, also, was Rufur ist, Maghfira, ist, dass du eine Sünde begehst und Allah diese Sünde in dieser Welt bedeckt. Und wenn er sie in dieser Welt bedeckt, dann bedeckt er sie auch im Jenseits. Maghfira ist, dass du eine Sünde begehst und dass Allah sie in dieser Welt bedeckt. Und wenn er sie in dieser Welt bedeckt, dann bedeckt er sie auch in Akhira, in der nächsten Welt. Und bedecken heißt dann, dass du dafür nicht bestraft wirst. Subhanallah. Maghfira heißt ja, Maghfira heißt Satara. Satara heißt bedecken. Satara heißt wörtlich bedecken, zum Beispiel jetzt die arabischen Schwestern. Hijab wird manchmal in arabischen Sprachen auch Satar genannt. Ja, Satar. Satar heißt auch Hijab. Und zwar Satar vor allem für den Schambereich. Da kommt in Pakistanisch sagt man auch Satar. Maghfira heißt Satara. Satara heißt bedecken. Wenn Allah deine Sünden bedeckt hat, dann wird er dich dafür nicht bestrafen. Aber sie sind da. Unter dem Schleier sind sie noch da. Okay, versteht ihr den Unterschied? Satara, er bedeckt sie, wenn er sie bedeckt hat, wala yu'aqib ala hadhal dhanb, wird er dich dafür nicht belangen, du kriegst keine Strafe, aber die Sünde ist noch da, sie ist noch anwesend. Was bei Afu passiert, dann tust du eine Sünde und wenn du dann Afu von Allah bekommst, diese Vergebung, dann ist es so, als ob die Sünde nie da gewesen ist. Subhanallah. Und jeder von uns hat einen Berg von Sünden, von denen nur er weiß. Jeder von uns. Jeder von uns hat einen Berg von Fehlern, die wir Allah gegenüber gemacht haben. Die wir anderen Menschen gegenüber gemacht haben. Und stellt euch diese Gnade von Allah vor, dass er uns anbietet. Das bittet Allah und Allah wird diese Berge zu nichts werden lassen. Diese Berg von Sünden. Das ist Allahs Name Al-Afu. Er löscht aus, als ob es nie da gewesen wäre. Als ob du diese Sünde nie gemacht hättest. Als ob sie nie da gewesen wäre. Als ob du keinen Fehler gemacht hättest. Und wenn etwas verschwunden ist, dann bleiben auch die Spuren davon nicht mehr da. Ja, also auch die Spuren verschwinden dann davon. Und das ist das Höchste, was man an Vergebung erreichen kann. Deswegen, es kann sein, dass man viele kleine Sünden gemacht hat und man hat sich dann aber auch nicht genähert und man hat nicht Laylatul Qadr versucht zu finden. Man hat nicht mit dem Namen Allahs Al-Afu gelebt und dann wird man am Tag der Auferstehung kommen und man wird Al-Ghafur vorfinden. Aber du wirst Allah vorfinden mit seiner Eigenschaft von Ghafur, von dieser Vergebung. Und du kannst sein, dann deine Sünden bedeckt und er wird dich deswegen nicht belangen. Und es kann sein, dass du eine Kabira-Sünde von den großen Sünden gemacht hast. Und dann machst du Tauba und du suchst Laylatul Qadr und findest Laylatul Qadr und demütigst dich und flehst vor Allah. Und dann wirst du Tag der Auferstehung kommen und du wirst wen vorfinden? Allah mit seiner Eigenschaft Al-Afu. Was macht der Al-Afu? Er erwähnt das, was du an Bösem getan hast. Erwähnt er nicht mehr. Warum? Weil es so ist, als ob es nicht mehr da ist. Der vergebende Name Al-Ghafur, dann es mag sein, dass er die Sünden, die du getan hast, erwähnt, aber dich dann dafür nicht bestraft. Den Unterschied verstanden? Al-Afu ist der, der die Sünden so vergibt, als ob nie was passiert wäre. Und Al-Ghafur ist der, der die Sünden bedeckt
aber die sind noch da. Er kann sie vor dir erwähnen, aber er bestraft dich damit. Er hat sie vergeben. Er hat sie bedeckt. Ist okay. So wie wir was beiseite schieben. Das ist auch, für Allah gibt es kein Gleichnis, aber um dieses Gefühl vielleicht für uns selber nur zu verstehen, für Allah gibt es keine Beispiele. Aber die Art, wie wir auch mit Menschen umgehen können, die Menschen, die wir in der Hand behalten wollen, das ist kein Gleichnis für Allah. Für Allah gibt es kein Gleichnis. Aber für uns, damit wir den Unterschied für das Wortbedeutung noch verstehen. Die Menschen, die wir in der Hand behalten wollen, ein bisschen, bei denen machen wir Maghfira, wie bei Kindern auch. Hier, wir verzeihen, okay, komm, Thema erledigt. Aber sobald die nochmal Fehler machen, sagen wir, siehst du, letzte Woche hast du genau dasselbe gemacht. Oder vor 2 Jahren, oder so 3 Jahre alt, was du das Kind schon 25 oder so. Ja, also mit diesen, das ist Maghfira. Die vergeben, aber sobald es nötig ist, erwähnen wir es auch mal wieder. Bestrafen dafür nicht. Afua ist, dass es so, hä? Das ist nie was passiert. Dass du mit dem anderen umgehst, als ob nichts gewesen wäre. Und das ist Allahs Name Al-Afu. Ja, und deswegen lasst uns ein bisschen darüber nachdenken über dieses Beispiel. Allah gibt uns selber Beispiele im Koran, in der Sira, in der Sunna werden wir einiges finden. Bei dem Namen Al-Ghafur, Subhanallah, bei dem Namen Al-Ghafur kann es auch sein, dass Allah die Sünden dir vergibt und bedeckt, aber er trotzdem nicht mit dir zufrieden ist. Dass er trotzdem nicht mit dir zufrieden ist. Ja, in dem Wort steckt das drin, dass das sein kann. Also der Name Rafur macht nicht notwendig, dass Allahs Zufriedenheit auf dich herabkommt. Okay? Aber der Name Al-Afu, der hat in seiner Wortbedeutung, dass nach dem Auslöschen der Sünden kommt die Zufriedenheit von Allah. Ja, also ihr seht, Afu ist eine höhere Ebene von Vergebung als Maghfira. Jetzt aber nicht, dass wir falsch verstehen. Al-Rafur ist auch einer der schönen Namen Allahs. Es ist eine große Gnade von Allah, wenn er jemanden die Sünden bedeckt und ihn dafür nicht bestraft und nicht dafür belangt. Ich denke nicht, dass wir das jetzt falsch verstehen. Beides sind Allahs schönste Namen. Aber Afwa ist eine höhere Ebene als Maghfira. Hier sehen wir Yusuf a.s., der Prophet Yusuf im Koran, wo er nach langen, manche sagen 30, manche sagen 40 Jahren, nachdem seine Brüder ihn in den Boden geworfen hatten, ihm alles genommen hat, was lieb war, Heimat, Freiheit, Liebe seines Vaters, alles genommen hat, was man einem Menschen eigentlich nehmen kann, außer das Leben, und ihn in den Brunnen haben, ja, liegen lassen, bis er irgendwo als Knecht verkauft wurde. Und dann wissen wir die Geschichte von Yusuf. Alhamdulillah, die meisten von uns haben das bestimmt gelesen. Und dann, wo er nach langer Zeit seine Brüder wiederfindet und sie dann auch Reue zeigen, ja, also sie haben sich verändert, sie zeigen Reue, was sie ihm an Unrecht angetan haben, dann sagt er zu ihnen, Ola, la tathiba alaykum al-yawm, yaghfir Allahu lakum, Surah Yusuf, Vers 92, dass heute ist keine Schuld auf euch. Ja, heute la tathrib, kein Belangen heute für euch. Heute werdet ihr nicht dafür belangt, keine Schuld auf euch. Allah möge euch vergeben, yaghfir, Allah möge für euch bedecken, vergeben. Heute möge Allah euch vergeben. Jetzt fragen wir uns, hat jetzt Yusuf hier ihn Rafara gemacht oder Afa gemacht? Hat er ihnen vergeben oder vergeben? Also Rafara und der Afa, ich erwähne jetzt nur noch die arabischen Worte, jetzt wissen wir alle, was die bedeuten. Rafara, vergeben, bedecken. Afa, vergeben, auslöschen. Okay, hat er ihn Rafara gemacht oder Afa gemacht? Und hier in dieser Aya hat er Rafara gemacht. Warum? Weil er sagt, Liebe Aleikum Aliyum. Heute werdet ihr nicht belangt dafür. Ja, also hier hat er Rafara gemacht. Warum? Weil er sagt, La Tathrib. Tathrib heißt keine Rukuba, keine Strafe, kein Belangen, kein Beschuldigen. Also, wir erwähnen es nicht mehr. Hier aber hat er Afa gemacht. Nach ein paar Eiern lesen wir, das war Eier 92, in Eier 100 heißt es, Yusuf a.s. spricht immer noch und er sagt, وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ. Und wahrlich, Allah hat mir so viel Gutes erwiesen, hat mit Gutes getan, als er mich aus dem Gefängnis rausgeholt hat und er euch gebracht hat aus der Wüste. Und er sagt hier nicht, Allah hat mir Gutes getan, als er mich aus dem Brunnen rausgeholt hat. Ja, er erwähnt den Brunnen gar nicht. Damals hat Allah ihm doch auch Gutes getan. Warum erwähnt er das nicht? Er erwähnt das deswegen nicht, weil er jetzt den Brüdern so vergeben hat, als ob er nie in den Brunnen geworfen worden wäre. Und hier hat er jetzt Afa gemacht. Erst hat er Rafara gemacht und dann hat er Afa gemacht. Er hat seinen Brüdern so vergeben, dass er noch nicht mal mehr sagt, hier, da war was mit dem Brunnen. Also Gott sei Dank, Allah hat mir geholfen. Punkt, so wie wir das machen würden. Und dann jeder weiß, was wir damit meinen. Sondern er erwähnt es nicht mehr. Allah hat mir so viel Gutes gemacht. Und die Ereignis mit dem Brunnen erwähnt er gar nicht mehr. Und das ist krank. Er hat seinen Brüdern so vergeben, als ob sie nie was getan hätten. Als ob sie
nie was getan hätten. Die Tat wurde ausgelöscht, ausradiert, weggewischt und die Spuren sind auch verblasst. Die sind nicht mehr vorhanden. Ja, und das ist das, was die Spuren auslöscht, das ist die Af, die Vergebung von Allah. Achso, und daran sehen wir übrigens auch, dass der Eigenschaft Afin, Afu zeigen, das kann auch auf Menschen angewandt werden. Das werden wir im Koran auch noch lesen. Ja, im Koran steht das auch, Afu an den Nas, diejenigen, das sind die Rechtschaffenden, die Guthandelnden, die was tun, die ihre Zorn unterdrücken und die den Menschen vergeben. Und in dem Wort wird, in der Aya wird das Wort Afin, die den Menschen vergeben, als ob nichts passiert wäre. Wisst ihr, dass in der, die psychischen Krankheiten angehen? Krankheit des Herzens, würden wir sagen. Melancholie, extreme Melancholie, Trauer, Depression, Niedergeschlagenheit. Viele Dinge, die haben mit vielen Sachen auch zu tun, die man selbst erlebt hat. Dass man zum Beispiel Menschen, die unter einem schwierigen Umständen aufgewachsen sind, schwierige Eltern hatten, die entwickeln bestimmte oder können bestimmte Eigenschaften entwickeln, die krankhaft sind. Die sind krankhaft depressiv, die sind, denken sehr negativ vielleicht, die können nicht wirklich, die verlieren etwas zu genießen, Freude zu empfinden. Das gibt wirkliche Phänomene, die krankhaft sind, die müssen geheilt werden, wie auch immer. Allah möge sie uns alle heilen, ohne dass wir, wie sagt man, eine formelle Heilung suchen müssen. Allah möge uns alle Probleme nehmen. Jetzt steht mal vor, das ist ja eine Belastung, ist ja ein Druck des Herzens. Man hat was erlebt, das bedrückt einen, und das ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage, bitte nicht auf Individuen anwenden, das können wir uns nicht anmaßen, das ist eine allgemeine Aussage. Wenn das so ist, dass jemand etwas belastet auf seinem Herzen, weil er etwas erlebt hat, dann schaut mal, wie Allah eigentlich uns hier sagt, dass wenn ihr in der Lage seid, und das ist auch eine deswegen Frage, man muss dazu in der Lage sein, diese Weite des Herzens haben, Allah möge sie uns eingeben, dass man sagen kann, komm, ich habe es ihm vergeben. Der Erste, der davon profitiert, ist man selber. Der Erste, der davon profitiert, ist man selber. Warum? Weil von dir wird der Druck und die Last genommen, die auf deinem Herz Enge gemacht hat. Die in deinem Herzen Enge gemacht hat. Dazu kommen wir am Ende noch, inshallah, wie die Menschen diese Eigenschaft von Allah praktizieren können, weil das im Koran steht, dass wir das auch machen sollen sogar. Nicht machen können, sondern machen sollen. Ja. Wie wird sich dieser Unterschied zwischen den Namen Al-Rafur und Al-Afu am Tag der Auferstehung äußern? Denn im Hadith heißt es, dass der Diener kommt am Tag der Auferstehung. Ja, der Diener Allahs kommt am Tag der Auferstehung und er wird, und Allah subhanahu wa ta'ala, tabarak wa ta'ala, wird zu ihm sagen, näher dich, mein Diener. فَيْتَقَرَّبُ الْعَبْدُ, und der Diener Allahs geht Allah näher. Und Allah wird ein Tuch über ihn breiten, so wie man mit jemandem flüstern will. Ja? Dann breitet man so ein Tuch über ihn und dann wird Allah zu ihm sagen, erinnerst du dich an diese Sünde? Erinnerst du dich an jene Sünde? Und an jene? Und an jene? Und wir, deswegen zitieren wir hier das Hadith, weil die Sünden also noch da sind in seinem Tatenregister. Und der Diener wird sagen, ja, mein Herr, ich erinnere mich. Und der Diener wird dann denken, dass nun bin ich vernichtet. Und stellt euch vor, jemand listet euch Sünden auf, die ihr getan habt. Was gibt's dann? Wir sind vernichtet dann. Subhanallah, es gibt keinen anderen Weg. Der Diener wird denken, jetzt bin ich vernichtet. Das war's. Das ist mein Ende. Allah erwähnt meine Sünden. Und so viel. Ja? Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagen, ich habe sie dir im Diesseits bedeckt. Satartuha alayka fil dunya. Und hier bin ich, heute an diesem Tag vergebe ich sie dir. Und das ist Allahs Maghfira. Das ist Allahs Maghfira. Das ist Allahs Maghfira. Aber der Al-Afu, was wird er am Tag der Auferstehung sagen? Hier steht eine Aussage, Ya Fulan, inni radin anka bima fa'alt fi dunya, qad raditu anka wa afawta ank, idhab fadkhuli jannati. Das ist eine Aussage und die Bedeutung ist wahr, weil hier steht, in diesem Buch steht leider nicht die Überlieferung, ob die, von welchem Buch die überliefert sind, aber es sind alles bekannte Hadithe die Quellen, die hier genommen wurden, die habe ich auch schon überprüft, sind alles gute Quellen, mashallah, und die Bedeutung ist wahr und das sind keine, das sind alles, hier, wir sind in einem Gebiet, wo wir sowas auch zitieren dürften, selbst wenn es ein wenig schwach wäre, deswegen hört mit vollem Vertrauen auch zu, inshallah.
Und der Akku wird am Tag der Auferstehung zum Diener sagen, dass, oh du, weil ich bin zufrieden mit dir, mit dem, was du getan hast in diesseits. Ich bin zufrieden mit dir und habe dir Abfuhr gegeben, ich habe dir vergeben, geh und betritt mein Paradies. Ja, also der Akku trifft dich am Tag der Auferstehung und sagt zu dir, wünsche dir, mein Diener, und begehre, denn wahrlich, ich habe dir vergeben. Abfuhr an. Vergeben. Ich habe dir nach, ich habe alles ausgelöscht, was du vielleicht an Schlechtem getan hast. Und heute wirst du nichts wünschen, ohne dass ich es dir gewähren werde. Also es ist eine höhere Ebene von Vergebung. Allah möge uns Afia geben, Allah möge uns Afia geben von ihm, Allah möge uns vergeben und unsere alle schlechten Taten, unsere Mängel, unsere Fehler, unsere Sünden, unsere großen und kleinen Sünden auslöschen, als ob sie nie da gewesen wären. Und Allah möge uns seine Zufriedenheit schenken und uns geben, ohne dass wir danach fragen. Und du zu seinen nahegestellten Dienern gehören lassen. Wie löscht Allah und wie Ya'fu? Wie wird dieser Vorgang, wie vergibt Allah, wie geht das vor sich? Erstens, er lässt dich die Sünde vergessen. Das wird in Akhira passieren. Er lässt dich die Sünde vergessen. Er lässt die Engel, der linke Engel, wir wissen, es gibt zwei Engel zu unseren beiden Seiten, rechte Seite und linke Seite, die immer mit uns sind. Und der rechte, auf der rechten Seite der Engel, der ist dafür da, unsere guten Taten aufzuschreiben. Weil alles wird bezeugt, es ist, am Tag der Auferstehung wird das Gericht der vollkommenen Gerechtigkeit etabliert werden und zur Gerechtigkeit gehört es, dass Zeugen da sind. Ja, sonst wäre es vielleicht ein leichter Zweifel von, Moment mal, hier ist hier eine Willkür. Nein, keine Willkür, ein Tag der vollkommenen Gerechtigkeit und deswegen sind immer Engel mit uns, die aufschreiben und Allah weiß besser, ohne dass die Engel aufschreiben. Aber trotzdem für die Gerechtigkeit und der linke Engel vergisst, wenn Allah uns Afu macht. Wenn Allah uns vergibt, dann vergisst der linke Engel, dass er mal geschrieben hat, diese Schwester hat am 10.10.2007 über eine andere Schwester Riba gemacht. Das wird ausgelöscht, der Engel weiß es nicht mehr und wir, wenn wir auferstehen am Tag der Auferstehung, wir wissen es auch nicht mehr, weil es ausgelöscht ist. وَيُمْحَى مِنْ صَحِيفَةِ السَّيِّئَاتِ. Es wird ausradiert von dem Register der schlechten Taten. Und du kommst am Tag der Auferstehung und du wirst dich daran erinnern, du erinnerst dich selber nicht mehr und du wirst danach nicht mehr gefragt. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Wenn am Tag der Auferstehung jede Seele kommt, mit ihr wird ein Treiber sein und ein Zeuge sein, also ein Engel, der sie vorantreibt und ein Engel, der für sie bezeugt oder gegen sie bezeugt. Und sogar der Engel wird dann diese Sünde nicht sich mehr erinnern. Das wird hier so ausgedrückt, weil, warum wird das so ausgedrückt? Weil es ja danach nicht mehr gefragt werden wird, als ob sie nicht da gewesen wäre. Selbst wenn es eine große, skandalöse, unglaubliche Sünde gibt. Wenn Allah die in Laylatul Qadr und im ganzen Leben es Afia ist was anderes. Die Afu dafür gibt, Afa Anka, wenn Allah dir diese Vergebung gibt, dann wird er sie vergessen lassen. Ja, und deswegen, wenn im Koran dann steht, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, das liest jetzt dein Buch am Tag der Auferstehung gesagt werden zu manchen, liest dein Buch, liest dein Register, heute bist du dir selber genüge als Zeug. Das hier steht alles da, du kannst selber gegen dich aussagen. Da steht alles. Und dann kann es sein, dass man in seinem Buch noch die Sünden vorhanden findet, wenn Allah sie Ghufran gemacht hat. Aber wenn sie nicht mehr da ist, dann hat Allah Afu gemacht. Ja, dann stellt euch mal vor, wenn wir die Kraft, die Macht hätten, stellt euch mal vor, für einen kurzen Moment, er würde das Register seiner schlechten Taten sehen. Jetzt für einen Moment, seht ihr, visualisiert das mal vor euren Augen. Und jetzt stellt euch mal, jemand gibt euch einen großen Schwamm. Und ihr könnt das selber auswaschen. Und das ist weiß danach. Nichts, also da nichts wäre. Ein weißes Register. Der Tag, an dem unsere Mütter uns geboren haben, so wird das immer ausgedrückt im Arabischen, nach Hajj, bei der akzeptierten Hajj ist man so sündenfrei wie am Tag, an dem unsere Mütter uns geboren haben. Jede Laylatul Qadr, jede aufrichtige Dua, die akzeptiert wird, in der wir sagen, Allah, wir bitten dich um deine Afu. Jede dieser Gelegenheiten ist wie dieser Schwamm in unseren Händen. Und wir leben trotzdem in Rafna, subhanallah. Und erinnern nicht unsere Leben, unsere Familien, unsere. Ja, sondern worüber reden wir? Wir reden über subhanallah. Was nicht würdig ist, dass man darauf so viel, auf diesen Themen so viel verbleibt, subhanallah. Allah ist so groß und wir sind so klein, subhanallah, dass wir unsere Gedanken
nicht dem anpassen, was Allah uns vorstellt. Das guck mal, ich soll danach bitten. Wir sind mit Kleinigkeiten beschäftigt. Subhanallah. Ja, und dann wird der Register weiß. Und somit, wenn Register weiß ist, dann ist der Gefährte des Registers, also wir selber, dann sind auch wir gereinigt, so gereinigt, wie an dem Tag, an dem wir geboren wurden, bis das Jahr durchgegangen. Wenn Allah SWT auch sagt im Koran, Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dass an dem Tag, am Tag der Auferstehung, wo wir ihre Münder versiegeln werden und zu uns ihre Hände sprechen werden und bezeugen werden und ihre Füße besprechen und bezeugen werden, wegen dem, was sie verdient haben. Das heißt also, es gibt eine Zeugenaussage der Engel, es gibt eine Zeugenaussage des Registers, dann gibt es eine Zeugenaussage unseres eigenen Körpers. Unsere Hände werden aus. Allah bewahre uns. Allah möge uns bewahren. Aber bei manchen Menschen werden die Hände aussagen. Wenn der Mensch, in einem Hadith heißt es, wenn der Mensch anfangen will zu lügen, dass Allah, ich habe nichts gemacht, dann wird sein Mund versiegelt werden und seine Hände schreien das Jahre, doch mit mir hat er gestohlen. Mit mir hat er dem und dem sein Recht genommen. Mit mir hat er dies gemacht, mit mir hat er dies gemacht. Die Füße werden sprechen, mit mir ist er zu diesem falschen Ort gegangen. Mit mir ist er von dir weggegangen. Ja, das heißt aber, wenn die Sünden Afu gemacht wurden, die nicht mehr da sind, dann werden auch dein Körper, wird diese Sünden vergessen gemacht. Auch die werden nicht mehr dagegen aussagen. Auch sie, dein eigener Körper, wird diese Sünde nicht mehr erwähnen. Ja, deswegen nochmal, subhanallah, können wir auch sagen, ne? Allahu Akbar. Wenn wir sagen, dass die meisten Krankheiten auch psychosomatisch sind, ganz kurz jetzt nur nebenbei, ja, wenn wir das sagen, und wenn wir dann wissen, dass die Sünden eine Auswirkung auf unser Herz und unser Herzenszustand und dann, was im Herzen ist, dann äußert sich das auch körperlich. Ja, wenn du, wie sagt man zum Beispiel, bedrücktes Herz, ja, viel Stress, warum werden solche Leute herzenskrank? Das hat Zusammenhänge. Wenn das also gereinigt wird, was ist das dann auch schon eine Auswirkung auf unseren Körper, nicht nur hier, nicht nur in Akhira, sondern auch schon hier. Ja, das ist jetzt nur nebenbei, damit wir ein bisschen unsere Gedankenwelt erweitern, das zu ahnen, was bedeutet das, was hier gerade passiert? Was gibt auch, was gewährt Allah uns da an unermesslich großen Gnaden? Wir können das gar nicht verstehen. Deswegen ist subhanallah, wenn wir Allah auch nur darum bitten, dass er unseren Dank annimmt, dann haben wir auch schon viel erreicht in diesem Ramadan. Dass er nur unseren Dank annimmt. Subhanallah. Ja, dass selbst der Körper wird also nicht mehr aussagen können, warum, weil die Sünde ja so ist, als ob sie nicht mehr da ist. Deswegen, Allah möge uns alle in diesem Ramadan Afu geben. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Wenn ihr alleine seid, sagt ihr Anni, vergib mir. Wenn ihr für alle Muslime Dua macht, macht ihr Anna. Hier, weil, und hier steht dann noch, dass wir sterben und unser Körper wird vergehen, unser Kopf wird vergehen und das, was im Kopf ist, das Bewusstsein, das Gedächtnis wird auch vergehen. Und dann werden wir neu am Tag der Auferstehung auferstehen mit einem neuen Gedächtnis. Und weil das ja die Sünde ausgelöscht worden ist, wird in diesem neuen Gedächtnis diese Sünde nicht mehr da sein. Hier, das ist hier dem 1 erklärt, damit wir uns das vorstellen können. Was heißt Afu eigentlich? Ja, bei uns genügt natürlich, dass Allah auslöscht, wie das genau vorgeht. Das ist jetzt nur dafür erklärt, damit wir uns wirklich das spüren können, das fühlen können im Herzen, weil letztlich der Iman sitzt im Herzen und mit dem Herzen lehnen wir Allah an und dort müssen wir spüren diese Gnade, dass er Al-Afu ist. Deswegen nochmal, Allahumma innaka afu und tuhibbul afu fa'afu anna. Al-Fudayl bin Iyad ist einer von den Tabi'in. Er stand am Tag von Arafah. Arafah ist der Haupttag von Hajj. Die Schwestern, die kommentiert sind, vielleicht die nicht wissen, das ist der Haupttag von Hajj. Ein Hajj und Arafah. Also wenn man Hajj macht, macht man viel, so 5, 6, 7, manchmal sogar die ganzen ersten 10 Tage, hat man viele Rituale zu erledigen. Und der Höhepunkt, die Essenz von Hajj ist am Tag von Arafah. Arafah ist eigentlich ein Berg. Der ganze Tag wird so genannt, weil die Muslime sich dann dort auf diesem Berg, um den Berg herum, wenn kein Platz ist, versammeln und fast den ganzen Tag vor Allah stehen und Dua machen, Dua machen, Dua machen, Ibadah machen, Ibadah machen. Und das gilt als einer der besten Tage, die es überhaupt gibt. So viele Leute, wie an jenem Tag vom Feuer befreit werden, einfach keinem anderen Tag, subhanallah, weil das ein Tag unglaublicher Gnaden ist. Und dieser Fudayl bin Iyad stand am Tag von Arafah und macht den ganzen Tag Hajj. Also dieser Tag ist eigentlich wie die Nacht Laylatul Qadr. Ja, das ist also auch so eine Gelegenheit, nach der man so sein kann, wie am Tag, an dem unsere Mutter uns geboren hat. Und er stand und machte Dua und Mitgebet und bat seinen Herrn.
Ya Rabbi, u'afu. Ya Rabbi, ya Rabbi, u'afu anni. Ya Rabbi, u'afu anni. Ya Rabbi, u'afu anni. Oh mein Herr, vergib mir. Oh mein Herr, vergib mir. Oh mein Herr, vergib mir. Und dann, als die Sonne unterging, fing er an zu weinen. Und was der Gläubige eigentlich machen sollte, nachdem er eine Ibadah gemacht hat, dass er mit Allah Husnudhan hat, das gute Husnudhan bedeutet, das gute Denken, gute Vermutung haben. Das wird schon das Beste sein. Allah wird jetzt, Allah hat bestimmt akzeptiert. Ja, das Husnudhan, auch wenn wir mit Menschen Husnudhan machen, dann sollen wir sagen, nein, inshallah, meint die es gut mit mir. Oder nein, die kommt bestimmt zu spät, weil was Wichtiges war. Husnudhan. Ja, entschuldigen, also nicht entschuldigen, wenn gutes Denken über andere mit Allah ist, was nur dann das Beste von ihm hoffen. Das Prinzip im Islam, dass man die frohe Botschaft von Allah erwartet, das ist, inshallah, Allah wie bestimmt akzeptiert. Und die Menschen um Fudayl bin Iyad fragten dann, dass es uns nicht gelehrt worden, dass wir Husnul Dhan mit Allah haben. Und Fudayl bin Iyad sagte, weil er weinte ja. Und er sagte, dass doch, ich weine nicht deswegen. Also ich weine nicht, weil ich denke, die Duas wurden nicht akzeptiert, sondern, sagt er, sagt, aber oh Kummer, meine Scham, oh Kummer, mein Grauen, meine Scham, meine Peinlichkeit, wa hayai, walakin wa khajala, wa hayai, minhu wa in'afa, oh meine Scham vor ihm, selbst wenn er mir vergeben hat. Subhanallah. Oh meine Scham vor Allah, selbst wenn er mir vergeben hat. Und das wirklich, das denkt man nur, wenn man einzig und Allah gefallen will im Leben. Wenn das für einen alles ist. Weil wenn wir ihm nicht gefallen, wenn Allah nicht mit uns zufrieden ist und die Leute uns anlächeln und die Familie uns lieben und die Menschen mit uns zufrieden sind. Oh meine Scham, oh mein Grauen, nicht Grauen, meine Pein, beschämt. Peinlich, wenn etwas einem peinlich ist, vor Allah, selbst wenn er mir vergeben hat. Der nächste Punkt, diese Eigenschaft von Al-Afu, nämlich dass der Name die Wortbedeutung ist, wenn der Wind die Spuren auslöscht. Ja, stellt euch das bitte noch einen Moment mal kurz vor, unser Register mit unseren Sünden. Und die Araber in der Wüste, wenn sie Zelte aufbauten, nicht die Araber, die Beduinen in der Wüste, wenn sie Zelte aufbauten früher, dann machten sie um ihr Zelt herum so kleine Gräben, damit das Wasser vom Regen, falls es regnen würde, sich in diesen Gräben sammeln würde. Und dann, wenn sie weitergereist sind und die Zelte abgebaut haben, dann haben sie die Gräben einfach so gelassen. Ja, warum? Die haben die Gräben einfach so gelassen. Warum? Weil wenn sie dann nach einem Jahr zurück zu diesem Platz kamen, war es so, als ob da nie Gräben gewesen wären. Warum? لِأَنَّ الرِّيَاحْ تَمُرْ وَتَعْفُ حَتَّ الْخَنَادِكَ الْعَمِيقَ. Denn wahrlich, die Winde kamen vorbei und haben Afu gemacht, Ta'afu, weggewischt, weggemacht, ausgelöscht, diese tiefen Gräben, ja, und selbst wenn sie sehr tief waren. Und die Fußspuren, die wurden nach zwei Tagen mal die Schande, nach einem Tag mal die Schande. Kennt ihr auch, manchmal habt ihr im Fernsehen gesehen, ein Windstoß reicht schon, um Fußspuren auszulöschen. Aber selbst tiefe Gräben, große Sünden, wo wir wirklich denken, Subhanallah, das ist, und die Schuld, das ist etwas, was den Menschen krank machen kann. Dieses Schuldgefühl. Und wir alle haben das und sollten das haben. Schuld ist selbst. Wenn ihr diesen, blödes Beispiel jetzt aber, dieser Roman von, ich glaube von Dostoevsky, russischer Roman, Schuld und Sühne, ja, und wo es wirklich darum geht, dass der Mensch bestraft wird, nur durch das Schuldgefühl. Das war schon seine Strafe. Das hat ihn nicht ruhig werden lassen. Das hat ihm sein Leben zur Hölle gemacht. Schuld kann einen krank machen. Und Allah sagt uns hier, dass nein, seid nicht bedrückt. Lebt nicht ein Leben in Belastung, lebt nicht ein Leben in Dunkelheit und Schuldgefühl und nein, ich kann ja eh nichts Gutes machen und ich bin ja eh nicht fromm und wozu soll ich jetzt noch beten und wozu soll ich Dua machen, ich schäme mich vor Allah. Nein, Allah kann die tiefsten Gräben, so wie der Wind die tiefsten Gräben, ja, so wird Allah, so wie Allah die tiefsten Gräben wegwischen, also wir wegwehen lassen kann, so wird er auch die tiefsten Sünden. Wir müssen nicht in Schuldgefühl, Schuldgefühl ist gesund bis zu einem gewissen Grad, aber dann soll auch diese Vertrauen auf Al-Afu anfangen und wir müssen neu anfangen. Deswegen schenkt Allah uns solche Nächte wie Laylatul Qadr, dass wir aus dieser Schuld rauskommen können. Denn der schuldbelastete Mensch, der wird nicht zu wirklichen Höhen aufsteigen können. Der wird nicht zu wirklichen Höhen aufsteigen können, weil diese Schuld ihn immer wieder herunterzieht. Ja. فهو سبحانه وتعالى الذي يحرك الرياح فتعقل تلك الأثار. Denn Allah ist der die Winde wehen lässt und die Spuren verwischen lässt.
Was passiert also nach diesem Wegwischen, nach dem Ausradieren der Sünden? Dann kommt die Zufriedenheit von Allah. Und das ist eine sehr schöne Bedeutung von dem Namen Al-Afu. Fal-Afu yarda anka, fal-Afu yarda anka ba'd al-Mahr. Denn wahrlich, derjenige, der mit dir Afu gemacht hat, ist zufrieden mit dir, nachdem er die Sünden ausgelöscht hat. So, in der Nacht von Laylatul Qadr passiert was? Die Sünden werden ausgelöscht, wenn Allah uns das gewährt. Und dann werden sie dir gegenüber nicht mehr, gibt es keinen Tadel mehr. Wenn keine Sünden da sind, warum sollst du getadelt werden? Sie sind ja nicht mehr da. Wenn die Sünden ja gar nicht mehr da sind, wozu gibt es einen Grund, dich noch zu tadeln? Allah tadelt dich nicht mehr. Allah verurteilt dich nicht mehr. Allah beschuldigt dich nicht mehr. Ja, und wie in Dunya passiert das oft, jemand kann dir verzeihen, aber hier und da passiert es dann, dass er dann einen deiner Fehler vor anderen oder vor dir wieder erwähnt. Ja, aber der Afu, er erwähnt deine Sünde nicht mehr. Warum? Weil sie ausradiert, weggelöscht, nicht mehr da ist und die Angelegenheit damit zu Ende ist. Und wo das passiert, da kommt die Zufriedenheit von Allah herab. Also was ist die größere Karam, größere Großzügigkeit als diese Barmherzigkeit, dass Allah uns verraten hat, dass er Al-Afu ist und dass wir ihn anbeten dürfen mit diesem Namen. Allahumma innaka afu und tuhibbu al-afu fa'afu anhu. Und das ist welcher Vorgang? Was passiert hier? Dieses Auslöschen und dann das Zufriedenheit von Allah herabkommt, das ist, was wir im Arabischen nennen, Dakhliya wa Tahliya. Dakhliya bedeutet etwas leer machen, reinigen. Hier, man sagt doch, prinzipiell ist immer Dakhliya, bevor man Dakhliya macht. Und Dakhliya ist etwas schmücken. Man muss ja zum Beispiel, wenn wir uns jetzt schminken wollen, okay, dann waschen wir erstmal unser Gesicht. Wir stehen nicht morgens auf mit unseren verschlafenen Augen und fangen an uns zu schminken. Man wäscht sich erstmal Reinlichkeit herstellen und dann packt man die Schminke drauf, wenn einer von uns das macht. Ja? Und dann macht man das drauf. Genauso das Herz. Wenn es voller Sünden ist und du schmückst es jetzt oder willst es schmücken mit Iman und mit Tugenden und Großzügigkeit und Ehrlichkeit und Reue und all diesen Tugenden willst du schmücken, das funktioniert nicht. Du musst das Herz erst reinigen und Platz schaffen und dann schmückst du es mit Iman und allen Tugenden, die es mitbringt. Und genau das passiert hier. Allah reinigt dich und nun wirst du geschmückt. Allah gibt dir seine Zufriedenheit. Und wo Allahs Zufriedenheit ist, dort kommt auch die Tawfiq, das Gelingen, dass man schafft, gute Werke zu tun. Wenn Allah mit dir zufrieden ist, dann wird er für dich Wege schaffen, dass du ihn noch zufriedener machst. Dass du rechtschaffen handelst. Was sagt Allah über die Propheten? Er sagt, das sind von uns Auserwählte. Wenn du von Allah auserwählt bist, dann tust du nur noch Gutes. Wenn du mit Allahs Zufriedenheit lebst, dann schafft er für dich Mittel, Wege, eine Tür nach der anderen geht auf, dass du noch mehr Gutes tust. Hier deswegen, Al-Afu hat diese beiden Bedeutungen. Er reinigt dich von deinen Sünden und dann schmückt er dich mit seiner Zufriedenheit und mit seinen Gaben. Die Reinigung, bevor At-Tathir zum At-Tathir. Das Reinigen und dann das Parfümieren. Ja, das ist genau, wir waschen uns erstmal, duschen und dann, jetzt Frauen, ja an sich im Allgemeinen, und dann machen wir Parfum oder wir benutzen einen Duft. Ja, genauso, wenn man jetzt ein Gefäß nimmt und das schmutzig ist und dann hat man das sauber gemacht und dann tut man erst Honig rein. Ja, das sind viele Beispiele. Man benutzt also nicht etwas, was noch schmutzig ist, um es dann mit schönen, reinen, guten Dingen zu schmücken. Subhanallah. Und das ist auch die Bedeutung, wenn Allah sagt, Inni ja'ilun fil ardi Khalifa, die Bani Adam ist eine Schöpfung, die Allah besonders geschaffen hat. Ja, alles auf der Welt ist für die Menschen geschaffen. Ja, und Allah schafft für uns Wege, dass wir also so leben, dass wir das Höchste erreichen können, was uns möglich ist, als Schöpfung. Wie er will, können wir nicht werden, aber das Nächste, was direkt drunter ist, und das ist dann noch besser, weil wir aus freiem Willen Allah gehen. Und deswegen schafft Allah uns Wege. Das lebt nicht mit deiner alten Schuld. Fang neu an. Hier hast du die Gelegenheit, neu anzufangen. Subhanallah. Was passiert jetzt also, wenn Allah uns Afa gemacht hat, wenn Allah uns vergeben hat? لو عفا عنك فلا بد أن يعطيك هذا الثلاثة. Wenn Allah dir also vergeben hat, dann ist es ein Muss für ihn, dass Allah dir diese drei gibt. يمحو أثار الذنوب. Er wischt die Spuren der Sünde aus. ثم يرضى عنك. Dann ist er mit dir zufrieden. ثم يعطيك عطاء حلالا. Und dann gibt er dir eine Gabe, die halal ist. Also er gibt dir, er versorgt dich, er gibt dir, er gewährt
das, was dich erfreut und dich zufrieden macht. Radiallahu anhum wa radu an. Sie sind mit Allah zufrieden und er ist mit ihnen zufrieden. Ja, wenn das dann so ist, dann besteht eine beidseitige, dann ist man auch zufrieden, was, mit, was Allah einem gibt. Und zwar ohne, dass wir fragen. Sufyan al-Thawri sagt, dass ich liebe in der Nacht von Laylatul Qadr diese Dua, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat, oder befohlen hat, die liebe ich mehr als irgendetwas anderes auf der Welt. Und deswegen mache ich viel von dieser Dua in dieser Nacht. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Und dann ein Antrag von Sulaiman al-Darimi, Darimi müsste das eigentlich sein, das war auch einer der Tabi'in, er sagte, wenn er mich am Tag der Auferstehung über meine Sünden fragt, nach meinen Sünden fragt, dann werde ich ihn fragen, sein Afu. Denn wahrlich, ich sehe für mich, subhanallah, schaut mal, Sulaiman al-Darimi sagt, wenn Allah mich am Tag der Auferstehung nach meinen Sünden fragt, dann werde ich ihn nach seiner Afu bitten. Dann werde ich ihn danach fragen, dass er mir sein Afu gibt. Denn wahrlich, ich sehe für mich keinen anderen Ausweg, als dass ich nach Allahs Afu bitte. Sehen wir für uns einen anderen Ausweg, als dass Allah uns Afu gibt, dass Allah uns vergibt, dass Allah für uns auslöscht, was wir getan haben? Gibt es einen anderen zu Allahs Zufriedenheit, außer diesen für uns? Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg für uns, zu Allah, seine Barmherzigkeit, sein Paradies, zu seiner Zufriedenheit zu kehren, außer durch die Afu von Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afu wa al-afiyah. Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afu fa'afu anna. In einem Hadith heißt es auch, dass ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, welche ist die beste Dua? Und er sagte, es hat auch mit dem Wort zu tun, Afu. Und er sagte, dass du Allah fragst nach Afu wa al-afiyah. Inna nas'aluka al-afu wa al-afiyah. Vergebung, und zwar diese Art. Und Afiyah. Afiyah kommt von demselben Wort und bedeutet Wohlergehen. Wohlergehen in allem. Allah möge uns Afiyah geben. Nicht, dass Allah uns vergibt und uns dann aber Prüfungen gibt und uns Unglück gibt, damit wir geprüft werden. Allah möge uns in Afia ohne Prüfungen ins Paradies eingehen lassen. Wir sind zu schwach. Wir sind zu schwach, als dass wir erst geprüft werden und erschüttert werden in unserem Iman. Wir sind zu schwach dafür. Allah möge uns in Afia in Jannah eingelassen. Diese Dua ist in Hesn und Muslim beim Gedenken des Morgens und Abends aufgeführt. Jeder Muslim sollte die machen. Im Hadith heißt es, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat diese Dua niemals ausgelassen. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa al-afiyah fi dunya wa al-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astar awrati wa amir awati. Und so weiter. Lest das bitte nach, lernt diese Dua. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie niemals ausfallen lassen. Und wie kann man einen Tag leben und dann möge uns das nie, nie vergessen lassen? Wie kann man leben, ohne dass man Allah danach bittet? Allah möge uns das allen eingeben, dass wir Allah danach fragen. Der Zusammenhang nochmal von Abu und Laylatul Qadr. Erstmal, es gibt auch einen Zusammenhang von Al-Afu wa Tawwab. Jetzt haben wir leider den Namen Tawwab noch nicht besprochen. Der Tawwab ist der die Reue immer wieder annehmende. Der sich zu seinen Dienern kehrende. Das ist Al-Tawwab. Das ist von dem Namen Tawwab, wenn wir sagen, du musst Tawwab machen, Schwester. Ja, weil wir sagen selten, ich muss Tawwab machen. Tawwab bedeutet, dass die Reue zu Allah zurückkehrt. Man hat eine Sünde gemacht und dann macht man Tawwab und sagt, ja Rabbi, ich werde nicht nochmal zu dieser Sünde zurückkehren, weil das ist ja Tauba. Ich mache das nie wieder. Ich bereue ihn. Ich will neu anfangen. Dann passiert dieselbe Sünde noch einmal, wie uns allen. Man macht wieder Tauba. Allah, bitte vergib mir. Ich will das nicht nochmal machen. Was passiert? Ein drittes Mal passiert die Sünde. Man macht wieder Tauba. Viertes Mal, fünftes Mal, sechstes Mal. Und irgendwann kommt in uns eine Scham. Und wir sagen zu Allah, das scheint ein Teil von mir zu sein, diese Sünde. Ich bin zu schwach. Ich schaffe das nicht. Und ich kann Allah jetzt nicht mehr um Tauba bitten. Ich schäme mich. Ja, das ist ein Teil von mir, ist meine Schwäche. Und irgendwann sagen wir vielleicht sogar auch, okay, inshallah, ich habe andere viele gute Sachen. Das ist halt meine Schwäche. Ich kann das nicht lassen. Allahs Name Al-Afu, er gibt uns die frohe Botschaft, dass nein, auch du kannst neu anfangen. Auch du kannst neu anfangen. Und selbst wenn du 99 Morde getan hättest, auch du kannst neu anfangen. Und so dastehen vor Allah, als ob du nichts falsch gemacht hättest. Als ob du neu anfängst. Als ob du ein weißes Tatenregister hast. Keine Sünde aufgezeichnet. Das ist der Name Al-Afu. Ja, deswegen, nochmal, Allah will nicht, dass wir in dieser Scham leben, dass wir in dieser Unzuversicht leben, sondern dass wir mit froher Botschaft, mit froher Zuversicht leben, das Beste tun und auf das Beste hoffen. Ja, deswegen, Allah will nicht, dass wir diese Gram
zwischen uns und Allah spüren. Allah möchte uns nah haben. Allah will uns an sich annähern. Ja, deswegen macht er diese Graben, der manchmal zwischen uns und Allah ist, weil wir immer wieder Tauber machen und denken, subhanallah, zum 20. Mal mache ich das jetzt schon. Und das ist ja wie Spielerei und das ist ja, ich bin ja gar nicht mehr aufrichtig. Und Shaitan macht uns schnell diese negativen Gedanken, das guck mal, du spielst ja damit und du meinst es nicht ernst, sonst würdest du das ja schaffen. Und auch dieses sehr idealistische Bild, was wir manchmal über uns selber haben, dass wir ja wie Engel sein müssten und leider auch von anderen dann erwarten. Sehr menschenfremde Sicht, die wir manchmal auf uns selber auch haben. Ja, und das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Und so entsteht also eine Barriere zwischen dir und Allah. Und man kann dann, irgendwann ist man so weit weg von Allah, dass man über Tauba noch nicht mal mehr nachdenkt. Und Allah liebt die Menschen, liebt die Gläubigen und will, dass sie nach ihm kommen und dass er zurückkehrt zu ihm. Und so macht er durch diesen Namen diese Barriere weg und sagt, fang neu an. Es ist so, als ob du nichts davor gemacht hast. So, Laylatul Qadr ist für uns alle ein Neuanfang. Ein Neuanfang für die Umma. Ein Neuanfang für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch stellt euch vor, was für ein allgemeinen Nutzen das hat, wenn eine gesamte Gemeinschaft das Alte weglegen kann und neu anfangen kann, neu auf Allah zugehen kann. Deswegen dieser Name ist eine große Gnade von Allah. Der Name Al-Afu und die Eigenschaft von Allah, von Afu, die kommt im Koran, wird die auch immer mit sehr großen Sünden erwähnt. Also nicht so mit Kleinigkeiten. Auch, aber vor allem mit großen Sünden. Zum Beispiel, als wenn die Israel das Kalb angebetet haben, also Schirk, nachdem sie von Allah gerettet worden waren, das Schlimmste, was man überhaupt tun kann, da steht auch im Koran, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Dann heißt es, ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Surat al-Baqarah 51 und 52. Und als sie das Kalb nahm und ihr wart Unrecht handelte, danach haben wir euch vergeben, عَفَوْنَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Danach, warum? Damit ihr dankbar werdet. Damit ihr dankbar werdet. Ja, also, was muss dann unsere Reaktion auch sein, weil Allah uns das schenkt, dass wir dankbare Diener von Allah sind? Ja, genauso das Ereignis bei der Schlacht von Uhud, als einige Sahaba sich mitten in der Schlacht, weil sie dachten, der Gesandte Sahaba wäre schon gefallen, und, ja, kam es halt dazu, dass einige sich mitten in der Schlacht abwandten. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَ اتَّقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. Shaitan hat sie ausrutschen lassen, wegen dem, was sie erworben hatten. Was sagt Allah SWT über sie? وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. Wahrlich, Allah hat ihn vergeben. Wir sagen, radiallahu anhu, das sind Sahaba. Das sind die besten Menschen, die je gelebt haben. Auch ihnen ist hier ein großes Vergehen passiert. Und wir haben in Surat al-Imran über die Details gesprochen. Könnt ihr selber auch nochmal gerne nachlesen. Aber Allah sagt über sie. Und deswegen haben sie dann als Sahaba wieder die Höchstleistung erbracht. Weil Allah ihnen Afa geschenkt hat. Ja, deswegen, wenn je größer der Graben zwischen dir und Allah, desto mehr eile zu seinem Namen. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ja, und wir sind alle wirklich, und gerade, subhanallah, leider unter den Gläubigen, vielleicht auch, weil wir uns kritisch betrachten, das ist gut und wir sollen Schuldgefühl haben, aber es gibt einen bestimmten Grad, wo diese Negativität dich nicht mehr Gutes tun lässt. Und das ist ein Spiel von Shaitan. Das ist dann ein Spiel von Shaitan, ich schaffe das alles eh nicht und wir das sowieso nicht und was können wir schon tun? Das ist etwas, was von Shaitan kommt und er will dich nicht weiter hoch und näher zu Allah steigen lassen. Ja. Im Koran heißt es auch, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Was auch immer euch an Unglück trifft, an Schicksalsschlag trifft, dann ist es wegen dem, was eure Hände erworben haben. Und وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Und Allah vergibt vieles. Also wenn Allah euch wegen allem, was ihr tut, fassen würde, in einer anderen Reihe heißt es, dann würdest du kein Lebewesen auf der Erde noch leben sehen. Aber er vergibt so vieles. Allah schaut so vielem, sieht er nach. So vieles wird ja schon vergeben. Sonst würden wir gar nicht atmen können, wenn Allah uns fassen würde, wegen allem, was sie getan haben. Hier zu der Shura war das, Vers 30. Ya'fu an kathir, wenn Allah wegen allem uns zur Rechenschaft ziehen würde, dann würde auf der Erde kein Tag mehr irgendein Lebewesen übrig bleiben. Ja. Und die meisten von uns brauchen sein Afu, deswegen eilt zu Tauba, eilt zu Afu. Ist nicht mehr lange, inshallah, ich würde das gerne zu Ende machen. Ja, Laylatul Qadr kommt jedes Jahr und erneuert die Umma, die Individuen, ihren Fleiß, ihre Aktivität, ihre Himma, ihre Kraft, ihre Stärke, alles wird erneuert. Das ist ein unglaublich großer Segen für die Individuen und auch als Gesellschaft, dass Allah uns das also geschenkt hat.
Über den Namen Afu heißt es auch in einem Hadith und dies ist sehr, sehr schön, subhanallah. Ich habe hier jetzt leider keinen Beleg für diese Hadithe, aber die sind alle in der Bedeutung wahr. Der Bedeutung wahr bedeutet, dass sie im Einklang stehen mit dem, was im Koran und in der authentischen Sunna überliefert wird. Und in anderen Büchern wird das auch belegt. Hier dieses Buch hat so gearbeitet, dass es nicht, hier selber nicht belegt wird, aber die Quellen, wo er das hergenommen hat, das wird schon hinten im Buch aufgeführt. Ich finde es schön, wenn jemand das Beleg unbedingt haben will. Ich kann es für euch gerne nochmal raussuchen. Ich habe es jetzt erstmal nicht geschafft. Könnt ihr auch selber gerne raussuchen. Jetzt wollen wir uns erstmal nur auf diese Texte konzentrieren und mit offenem Herzen zuhören. Ja, nicht, dass auch Shaitan wieder mit uns so spielt und sagt so, oh, vielleicht, hört mit offenem Herzen zu. Letztlich geht es darum, dass wir den Namen Afu spüren. Wie wir das jetzt hinkriegen, das ist eigentlich jetzt egal. Die Hauptsache, wir spüren das und werden Diener, die mit voller Inbrunst und Flehen Allah um seine Afu bitten. In einem Hadith heißt es, dass kein Tag vergeht auf dieser Erde, ohne dass das Meer seinen Herrn bittet, das Meer, der Ozean. Allah bittet und sagt, oh mein Herr, erlaube mir, dass ich Ibn Adam vernichte. Denn wahrlich, sie verzehren deine Versorgung und dienen außer dir jemandem. Und dienen anderen außer dir. Und die Erde sagt an jedem einzelnen Tag, oh mein Herr, erlaube mir, dass ich sie verschlucke, Ibn Adam. Denn wahrlich, sie zehren von deiner Versorgung und beten aber außer dir andere an. Und der Himmel, die Himmel sagt, oh mein Herr, erlaube mir, dass ich herunter, wie sagt man, falle auf Ibn Adam, denn wahrlich, sie verzehren deine Versorgung und bitten außer die anderen, dienen außer die anderen. Und in einem Affe, in einer Überlieferung von den Sahaba und den Tabi'in heißt es, dass der ungehorsame Diener, diese Überlieferung geht weiter und sie dienen außer dir. Und Allah sagt zu ihnen, zum Himmel, zum Ozean, zur Erde, er sagt, lasst sie. Hättet ihr sie erschaffen, hättet ihr ihnen Barmherzigkeit entgegengebracht. Ja, aber mit anderen Worten, ich habe sie erschaffen und ich bin ihnen Barmherzig gegenüber. Subhanallah. Subhanallah. Und in einem Affer heißt es, in einer Überlieferung heißt es, dass der ungehorsame Diener sagt, dass wenn er zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen wird, er kommt in der Nacht von Al-Qadr, Laylatul Qadr im Ramadan, und er hat viele Sünden getan. Ein Sündiger kommt, der viele Sünden gemacht hat. Und er wird Allah rufen, dass Ya Rabbi, u'afu anni, oh mein, vergib mir. Ya Rabbi, u'afu anni, Ya Rabbi, u'afu anni, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Und Allah, Tabarak wa ta'ala, wird zu den Engeln sagen, weil die Engel werden zwischen seinem Ruf und zwischen Allah versuchen, einen Schleier zu legen. Ja, jetzt, das ist eine Überlieferung. Die Bedeutung ist da. Und es wird heißen, Allah SWT wird zu den Engeln sagen, mach keinen Schleier zwischen der Stimme meines Dieners und zwischen mir. Und die Engel werden sagen, Ya Rabbi, er verdient nicht dein Afu, er verdient nicht deine Vergebung, er hat das und das und das gemacht. Und Allah SWT wird sagen, aber ich bin Ahl al-Taqwa und Ahl al-Maghfira. Ich bin der ist, dem die Taqwa gebührt. Und ich bin der, dem gebührt, dass er vergibt. Ich rufe euch zum Zeugen, heute habe ich meinem Diener vergeben. Ushidukum anni qad afawtu an abdi. Subhanallah. Und in einem Hadith Qudsi heißt es, dass Ibn Adam, khalaqtuka bi yaday wa rabbaytuka bi rahmati. Oh Ibn Adam, ich habe dich mit meinen Händen erschaffen und habe dich aufwachsen lassen mit meiner Barmherzigkeit. Und du gehst gegen mich, also gehst anderen Weg, opponierst mir und bist mir gegenüber ungehorsam. Und wenn du aber zu mir zurückkommst, dann nehme ich dich an. So, wo willst du einen Herrn, wie mich bin? Du machst alles falsch, sobald du aber zurückkommst, akzeptiere ich dich. Ist das nicht so? Wissen wir nicht alle, dass wer Tauba macht, aufrichtig, Allah vergibt ihm. Und wenn er mit Sünden kommt, die so viel wie sind wie der Ozean, vertrauen wir nicht alle darauf? Wissen wir das nicht alle? Wo wollen wir einen anderen Herrn wie diesen finden? Und ich bin der Allvergebende, der Barmherzige. Ibn Adam, o Sohn Adams, ich habe dich aus nichts erschaffen, zu etwas, was da ist. Und ich habe für dich Gehör und Sicht, Herz und Qalb und Herz erschaffen. Ich erinnere mich an dich und du vergisst mich. Ich schäme mich für dich
Also Allah schämt sich zum Beispiel, wenn jemand seine Hände aufhebt und zum Dua, dass Allah die Hände leer zurückgehen lässt. Allah schämt sich, Allah gibt, ich schäme mich vor dir und du schämst dich nicht vor mir. Wer ist es, dessen Tür du klopfst und der sie für dich öffnet? Wer ist es, den du bittest und der dir dann gibt? Der dir dann gibt. Subhanallah. Soll ich dir gegenüber geizig sein? Nee, bin ich denn meinem Diener gegenüber geizig, dass mein Diener mir gegenüber geizig ist? Dass mein Diener geizig ist, anderen gegenüber? Also unser Herr ist nicht geizig uns gegenüber. Er gibt. Und wir sind aber geizig mit dem, was wir Allah, für Allah tun und für seine Schöpfung tun. Ja, das sind also unglaubliche Subhanallah. Dann kommt ein Tag, ein Mann kam zum Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, zum Nabi, zum Propheten. Und er sagte, ja, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ich habe viel gesündigt. Ja, Rasulullah, ich habe viel gesündigt. Und was denkst du, wenn ich Tauba mache zu Allah in einer Nacht, wird er mir vergeben? Ja, fu anni, wird er mir vergeben? Der Gesandte Allah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte, ja, er wird dir vergeben. Und dieser Mann sagte, ja, Rasulullah, wa ghadarati wa fajarati, und mein Betrug, meine Veruntreuung, meine großen Sünden, meine Schamlosigkeiten, qala ya'fu an. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah wird dir vergeben. Der Mann sagte wieder, wa ghadaratika wa fajaratika, wie auch deine Sünden und auch deine Veruntreuungen. Der Mann sagte, ja, Rasulullah, wa ghadarati wa fajarati, und meine Veruntreuung und meine Betrug und meine Sünden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, ja, fu anka, er wird dir vergeben. Wa ghadarati, ja, er wird dir vergeben und deine Sünden und deine Veruntreuungen. Der Mann ging weg und sagte, Allahu Akbar, alladhi ya'fu anil ghadarat wal fajarat. Dieser Mann ging weg und sagte, Allahu Akbar. Allah ist der Größte, dass derjenige ist, der vergibt selbst die Großen und die Veruntreuungen und die Riesensünden. Allah SWT sagt im Koran, Nabbi ibadi anni anil ghafur rahim. Verkünde meine Diener, gewiss ich bin ja der Allvergebende und der Barmherzige. Und verkünde ihnen, dass meine Strafe eine schmerzhafte Strafe ist. Einmal kam ein Beduine zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und sagte, ja, Rasulullah, man sayuhasibu an-nasi yawm al-qiyamah. Ja, Rasulullah, wer wird die Menschen Abrechnung nehmen am Tag der Auferstehung? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Allah. Und der Mann sagte, wie nafsi? Allah selbst? Er allein? Er selbst? Faqala an-nabi, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Prophet sagte, wie nafsi? Er allein, er selbst. Der Beduine sagte Allahu Akbar und lächelte. Der Prophet sallam sagte, was lässt dich lächeln, o Beduine? Warum hat der Beduine gelächelt? Qala, ja Rasulullah, er sagte, o Gesandter Allahs, inna al-Karim, ida qadira afa. Qadira afa. Wahrlich, ja Allah, ja Rasulullah sallam, der Gnädige, der Edle, wenn er abrechnet, dann vergibt er. Und wenn er Abrechnung nimmt, dann vergibt er, dann sieht er nach. Dann lächelte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Ja, das heißt, ich freue mich, dass Allah Hisab macht mit uns, weil er ist edel, er ist großmütig, er ist afu. Wenn er mit uns abrechnet, dann wird er vergeben. Ja, weil der Edelmütige, der vergibt gerne. Der ist nicht tabtasaba an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam lächelte auch und sagte, der Arabi, faqiha al-Arabi. Der Beduine hat Fiqh, hat Verständnis gezeigt. Alinda, la karimu akramu min Allahi azza wa jal. Wahrlich, siehe da, hört, es gibt keinen gnädiger als Allah subhanahu wa ta'ala. Und von der Wunderbarkeit seines Afus am Tag der Auferstehung ist auch gegenüber den Kindern der Muslimin, die gestorben sind im Kindesalter, das bitte verkündet das auch den Schwestern, deren Kinder vielleicht verstorben sind. Verkündet das allen Menschen über die Afu von Allah. Die Kinder werden am Tag der Auferstehung sagen, Allah wird zu ihnen sagen, geht, betritt mein Paradies. Und die Kinder werden sagen, ja, nein, mein Herr, unser Herr, wir werden nicht das Paradies betreten, bis mit uns unsere Väter und unsere Mütter gehen. Und Allah wird zu den Kindern sagen, ich habe euren Vätern und Müttern heute vergeben, nehmt sie an ihren Händen, eure Väter und eure Mütter, und geht mit ihnen in das Paradies. Und es wird ein besonderer Afu geben für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Nabi, Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagt, mir wurden die verschiedenen Völker und Gemeinschaften am Tag der Auferstehung, werden mir vorgeführt werden. Und ich werde einen Prophet sehen am Tag der Auferstehung. Er wird kommen und mit ihm wird keiner sein. Also er hat keiner ist ihm gefolgt aus seinem Volk. Und ich werde einen Propheten sehen, der mit einem oder mit zwei Menschen kommt. Und ich werde Propheten sehen, mit ihm wird eine kleine Schar sein.
und dann wird ein Schleier gehoben werden und ich werde eine große Masse sehen. Und ich werde sagen, Ummati, Ummati, meine Gemeinschaft, meine Gemeinschaft. Und mir wird gesagt werden, nein, das ist die Gemeinschaft von Musa und sein Volk. Und dann werde ich zum Horizont schauen, zu einem anderen Horizont, und ich werde schauen und ich werde sehen, eine Schar, eine Gemeinschaft, eine große Masse von Menschen, die das Horizont erfüllt. Und es wird mir gesagt werden, das ist deine Umma. Und mit ihnen werden 70.000 sein, denen Allah Afwa gegeben hat, und sie werden in das Paradies gehen, ohne Hisab und ohne befragt zu werden. Und dann werde ich Allah bitten, dass er mir das mehrt, nicht nur 70.000, und Allah wird mir mehren, für jede 1.000, 70.000 mehr. Subhanallah. Allah möge uns zu diesen gehören lassen. Allah möge uns zu denen gehören lassen, die Allahs Afwa bekommen. Allah möge uns zu denen gehören lassen, die in Allah Afwa geben. Allah möge uns ohne Hisab und ohne danach zu fragen, ohne Hisab, ohne Abrechnung in das Paradies eingehen lassen. Allah möge uns seine Zufriedenheit schenken und ohne unsere Sünden zu nennen und sie vergeben und auslöschen und uns ohne Belang, ohne uns zu erinnern, dass wir was falsch gemacht haben, in das Paradies eingehen lassen. Dann, jetzt war jetzt bei der Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber Allahs Afu ist noch größer. Über die Menschen, die das Feuer verdienen. Ja, was denkt ihr über die? Allahs Afu reicht, um auch diese aus dem Feuer rauszuholen? Ja? Und Subhanallah verkündet den Menschen die Kraft von Laylatul Qadr und den Kraft von diesem Namen. In einem Überlieferung heißt es, und das ist eine längere Überlieferung, die ist uns allen bekannt, ich werde sie kurz übersetzen, Allah wird ausrufen am Tag der Auferstehung, nachdem die Leute des Paradieses im Paradies eingegangen sind und es immer noch Leute von meiner Umma gibt, die in Höllenfeuer sind. Leute von meiner Umma, die im Höllenfeuer sind. Und Allah wird ausrufen, dass ja Muhammad, geh und sallallahu alaihi wa sallam, geh und hol aus dem Feuer raus, alle in dessen Herzen von deiner Umma so viel wie ein Körnchen, ein kleinste bisschen von Iman war. So gehe ich und hole die Menschen aus dem Feuer raus. Aber es werden immer noch Menschen im Feuer sein. Dann werde ich Sajda machen. Ich werde mich niederwerfen vor dem Thron Allahs. Subhanallah, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich nach dem Tod noch für uns einsetzt. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. So werde ich Asjudu tahta al-Arsh. Ich werde Sajda machen unter dem Thron Allahs. Und ich werde mit Allah leise anflehen über meine Umma, die immer noch in Jahannam sind. Und er wird sagen, ja Rab, ich werde sagen, ja Rab, Ummati, Ummati, meine Gemeinschaft, meine Gemeinschaft. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen, geh, ja Muhammad, und hole die Menschen aus dem Feuer. Und er wird mir eine Anzahl festsetzen. So und so viele darfst du rausholen. So werde ich gehen und die Menschen aus dem Feuer holen und sie in das Paradies einführen. Dann werde ich zurückgehen und wieder unter dem Thron Allahs Sajda machen. Und ich werde sagen, oh mein Herr, meine Gemeinschaft, meine Gemeinschaft. Und er wird mir eine Zahl festsetzen. Ich werde gehen und diese Zahl aus dem Feuer rausholen und in das Paradies einführen. Dann werde ich wieder hingehen und wieder Sajda machen unter dem Thron Allahs. Und er wird mir eine Zahl festsetzen. Und ich werde gehen und die Menschen aus dem Feuer holen, diese feste Zahl, und sie in das Paradies einführen. Und dann werde ich das vierte Mal hingehen. Und Allah wird mir eine Zahl festsetzen. Und diese werde ich aus dem Feuer herausholen und in das Paradies eingehen. Und es wird immer noch ein Teil von meiner Umma, die immer noch im Feuer verbleiben wird. Und dann werde ich mich bei meinem Herrn schämen, nochmal hinzugehen. Und dann wird Allah ausrufen. Die Propheten haben Fürsprache eingelegt. Die Gesandten haben Fürsprache eingelegt. Die Engel haben Fürsprache eingelegt. Weil die Engel bitten auch um Vergebung. Ja, das steht auch im Koran. Die Gläubigen haben Fürsprache eingelegt. Es gibt Gläubige, denen auch das Recht gegeben wird, Fürsprache einzulegen. Wie die Shahid zum Beispiel, die Märtyrer. Und mein Liebling Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Fürsprache eingelegt. Soll ich jetzt nicht vergeben? Soll ich jetzt nicht vergeben sein? Und dann wird Allah subhanahu erhaben und erhöht ist er, wird herausholen, wer übrig ist von denen, die La ilaha illallah gesagt haben und trotzdem noch im Feuer sind. Das heißt, derjenige, der La ilaha illallah sagt, er hat diese Hoffnung, dass er irgendwann aus dem Feuer herauskommt. So wertvoll ist das Wort La ilaha illallah. Deswegen, wenn ihr nichts anderes verlangt, von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von unseren Tanten, unseren Onkeln, die vor allem für die Konvertierten, wenn ihr nur das schafft, dass sie sagen, La ilaha illallah, okay, es gibt keinen Gott außer Allah, dann ist das auch schon viel. Und dann wird sie aus dem Feuer herausholen und sie werden verkohlt sein, so wie wenn man verbrannte Kohle wegen dem Feuer. Und Allah wird sie dann in ein Wasser eintauchen lassen, in einen Fluss, der Fluss des Lebens genannt wird. Und dann werden sie daraus wachsen, so wie eine Pflanze wächst. Also sie müssen komplett neu wachsen, weil sie völlig verkohlt und verbrannt sind. Und auf ihren Stirn wird stehen,
أولئك متقى الله من النار. Dies sind die von Allah aus dem Feuer befreit. Allah wird Gott und Hisab und Jannah gehen lassen. Und dann wird ihnen gesagt werden, geht und betretet das Paradies. Und die Menschen des Paradieses werden sagen, das sind die Jahannimiyun, das sind die Höllenbewohner. Also die, die aus der Hölle raus sind. Al-Kharijuna min Jahannam, die aus der Hölle rausgekommen sind. Und Allah wird ihnen sagen, dass nein, nennt sie nicht so. Sag, das sind die, die der Al-Jabbar, der Al-Rahman, der Al-Barmherzige, der Gewaltvolle aus dem Feuer befreit hat. Sag, das sind die, die der Al-Rahman, der Al-Barmherzige aus dem Feuer befreit hat. Okay, der letzte Punkt, inshallah, das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt, wenn wir den machen, dann haben wir mit dem Namen Allahs Al-Afu gelebt. Erstmal natürlich in Laylatul Qadr und immer in unseren Duas, am besten jeden Tag diese Dua machen. Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa, afu anna. Und das zweite, das ist der wichtigste Punkt. Wenn wir wollen, dass Allah uns vergibt, wenn wir wollen, dass Allah uns vergibt, dann vergeben wir auch den Menschen. Dann machen wir Afwa mit den Menschen. Dann machen wir Afu mit den Menschen. Hier sehen wir Abu Bakr, als seine Tochter einer schändlichen Tat beschuldigt wurde, dessen sie unschuldig war. Und diese Verleumdung hatte jemand mitgemacht, der sein eigener Verwandter war. Und nicht nur sein Verwandter, sondern ein Verwandter, der auch noch finanziell abhängig war von Abu Bakr. Abu Bakr gab ihm monatlich ein Geld, weil er arm war. Und er erfuhr, dass mein Verwandter hat über meine Tochter sowas mitgeredet, das Gerücht mitverbreitet. Und ich versorge ihn, er kann nicht ohne meine finanzielle Hilfe leben. Und ich schwöre, ich werde nie wieder was geben. Allah subhanahu wa ta'ala hat offenbart, dass es soll keiner von euch schwören, dass er seinen Verwandten und gute Taten nicht mehr tut. Liebt ihr denn nicht, dass Allah euch vergibt? Allah tuhibbuna an ya'fu Allahu yaghfir Allahu lakum. Liebt ihr denn nicht, dass Allah euch vergibt? Und Abu Bakr, als er das gehört hat, sagt er, doch, unser Herr, wir lieben, dass du uns vergibst. Er hat diesem Mann vergeben und nicht nur vergeben und gesagt, komm, ich sag dir wieder Assalamu alaikum, sondern ihm wieder monatlich seine Gelder zukommen lassen. Wenn wir wollen, dass Allah uns vergibt, dann bevor Ramadan zu Ende ist, egal was euch jemand angetan hat, manche Dinge können wir nicht ändern. Das ist, das müssen wir akzeptieren. Egal was jemand euch angetan hat, es sei denn natürlich, es gibt immer Ausnahmen, wenn ihr durch eure Vergebung ein Verbrechen unterstützen würdet. Das wäre was anderes. Ja, aber ich rede jetzt hier von der Allgemeinheit. Verwandte, der hat mit mir das und vor Jahren hat er so und mich nicht so und mir da genommen und das ist schon lange vergeben und ja, vergibt den Menschen. Vergebt den Menschen und ihr werdet sehen, wie leicht ihr euch danach. Ja, wir reden immer von diesem Sahabi, der schlafen geht, ohne etwas im Herzen gegen irgendeinen von der Umma zu haben. Vergibt den Menschen. Vergibt den Menschen. Und vergeben ist der, der die Macht hat, Vergeltung zu üben und trotzdem nicht macht. Das ist auch. Dem vergeben, wo die sowieso nichts ausrichten können, das ist dann eher vergessen. Ja, Afu ist dort, wo man schon antworten könnte oder ja, die Beziehung schlecht macht, aber trotzdem vergeben. Gibt es auch eine ganz schöne Überlieferung. Zwei Menschen werden vor dem Thron Allahs am Tag der Auferstehung vor ihren Knien angekrochen kommen. Und der eine wird der Unrecht Handelnde sein und der andere wird sein, dem Unrecht angetan. Und der Madlum, der Unrecht gelitten hat, wird sagen, mein Herr, nimm von ihm mein Recht. Er hat von mir mein Recht genommen am Tag der Auferstehung. Und Allah gibt ihm sein Recht und er sagt, wie? Und Allah wird sagen, gib ihm von deinen guten Taten. Und der Zalim, der Unrecht Handelnde, wird sagen, ja, meine guten Taten sind zu Ende gegangen. Ich habe schon abgegeben, die sind nicht mehr da. Und Allah wird sagen, und es wird gesagt, ja, فَخُذُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَأَطْرَحُهَا عَلَيْهِ. Und er wird sagen, oh mein Herr, nimm von meinen schlechten Taten und wirf sie auf ihn, der Unrecht gelitten hat. Und Allah wird sagen, für den Madlum, gibt es nicht etwas, was besser ist als dies? Also du willst jetzt deine schlechten Taten auf ihn werfen, gibt es nicht einen anderen, besseren Weg? Und er wird sagen, was ist besser als das, ja? Und Allah SWT wird sagen, schau, hier schau auf dieses Schloss im Paradies. Und sie werden beide in Jannah schauen auf ein Paradies, dessengleichen sie noch nie gesehen haben. Und Allah wird dann sagen, und sie werden dann sagen, haben alle ihre Streitereien vergessen und werden sagen, oh mein Herr, für wen ist dieses Schloss? Für welchen Propheten ist das? Für welchen Märtyrer ist das? Und Allah wird sagen, für den, der dessen Preis besitzt, wer das bezahlen kann. Es wird sagen, oh mein Herr, und wer besitzt den Preis dafür? Und Allah wird zu ihnen sagen, du besitzt den Preis. Und der Mann wird sagen, wie? Ja, mein Herr, oh mein Herr. Und er wird sagen, vergib deinem Bruder. Und der Mensch wird sagen, afauta ya rab, afauta ya rab. Ich habe ihm vergeben, mein Herr, ich habe ihm vergeben, direkt. Und der Allvergebende wird dann sagen, nimm die Hand deines Bruders und tretet beide zusammen ins Paradies.
Ja, und das ist eine Darstellung jetzt nochmal, wie sich dieses Vergeben hier im Jenseits für uns auswirken wird. Ja, diese Arbeit, die ich vorhin gehabt habe mit Abu Bakr, Allah tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. Und Abu Bakr sagte dann, Bala uhibbu an yaghfir Allahu li. Ich liebe, dass Allah mir vergibt. Umar radiallahu anhu sagte auch am Tag von in Ramadan, als die Menschen sich für Laylatul Qadr versammelt haben, sagte er, oh ihr Menschen, irgendein Mensch, der bei mir irgendwas falsch gemacht hat, heute habe ich ihm halal gemacht. Und dann drehte er sich um und sagte, oh mein Herr, ich habe vergeben, vergib du mir jetzt auch. Subhanallah. Ja, und das bitte, dass wir das endlich mal auch umsetzen. Dass wir nicht nur sonntags zusammenkommen oder wo auch immer ihr lernt, aber sich in unserem Leben immer noch ein paar Bereiche für uns vorbehalten, wo wir sagen, nee, hier, da wird sich nichts ändern. Da wird sich nichts ändern. Ja, dann wird sich auch in unserem Herzenszustand nicht ändern. Ruft die an, mit denen ihr gebrochen habt. Verzeiht denen, die euch etwas angetan haben. Gibt denen, die euch etwas nicht genug gegeben haben, die nicht euch gerecht geworden sind. Wir werden auch wieder nicht gerecht. Und dann werdet ihr die Süße spüren von dem Namen Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allah möge uns eine Laylatul Qadr schenken. Allah möge uns schenken, dass wir Laylatul Qadr erfassen. Allah möge uns eingeben, dass wir in Ibadah vor Allah stehen. Allah möge uns die Fähigkeit geben, dass wir Menschen vergeben. Allah möge uns die Fähigkeit geben, Menschen so zu vergeben, als ob sie nie was getan hätten. Allah möge uns diese Eigenschaft geben, wie Yusuf a.s., Abu Bakr und all unsere Vorbilder. Allah möge uns am Tag der Auferstehung ohne Hisab in das Paradiesgarten eingehen lassen. Allah möge uns seinen Namen, Al-Afu, die Süße dieses Namens spüren lassen, schon in dieser Welt, damit wir mit voller Zuversicht und Hoffnung und froher Botschaft auf Allah zugehen können. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Schwestern, auch, das wollte ich auch sagen. In jeder Dua, die ihr macht, bitte macht immer Dua auch für eure Verwandten, für alle Muslime auf der Welt und alle Menschen allesamt. Dass Allah Khair gibt auf die Menschheit, weil wir gemeinsam hier auf dieser Welt leben. Dass Allah unsere muslimischen Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt hilft. Und wir wissen, was auf der ganzen Welt passiert. Immer Dua auch für die anderen. Allah hat uns gelehrt im Gebet, wenn wir At-Tahiyyat, Tashahhud machen, dann ist uns gelehrt worden, in jedem Gebet Dua für alle Mu'minin zu machen. Für alle Mu'minin. Das ist ein Teil unseres Gebetes, unseres Fardgebetes, dass wir das machen. Es gebührt dem Gläubigen, dass er immer auch Dua für die anderen Gläubigen macht. Und wir denken nicht immer nur an uns selber. Und das sollte immer Teil unseres Gebetes sein. Für jeden auch, die ihr persönlich kennt, dass Allah ihnen ihre Prüfungen erleichtert, ihnen Kraft gibt, ihnen Zuversicht gibt, ihnen Erleichterung gibt. Uns und ihnen, uns allen. Und wir sind alle Allahs Bedürftige.